Die Entlassung von Ernst Baumeister nach dem 0:2 am vergangenen Wochenende hat vielerorts für Kopfschütteln gesorgt. Auch Herbert Prohaska kann die Entscheidung von Admira-Manager Amir Shapers AD überhaupt nicht verstehen und übt Kritik an seiner Transferpolitik. Die Entscheidung ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin völlig überrascht, dass man so eine Entscheidung trifft, so Prohaska im ORF. Die Admira steht zwar am letzten Tabellenplatz nach dem Aderlass im Sommer, in dem einige Leistungsträger den Verein verlassen haben, war ein schwerer Saisonstart für Prohaska aber vorprogrammiert. Prohaska versteht Entscheidung des Admira-Managements nicht, ich verstehe es gar nicht, wenn ein Manager verkündet, es wäre fahrlässig, sich nicht nach anderen Trainern umzusehen. Fahrlässig ist es, wenn man sich für die Europa League qualifiziert und vier Stützen den Verein verlassen, man sie aber nicht gleichwertig ersetzt, attackiert Prohaska den Manager der Admira und legt nach, dann darf man sich nicht wundern, dass es eine Zeit braucht, bis es wieder läuft. Sich dann für die Sünden, die man in der Einkaufspolitik begangen hat, am Trainer abputzen, ist ganz einfach schwach. Auch Baumeisters Nachfolger Rainer Geier wird es laut Prohaska bei der Admira schwer haben, denn ich wünsche dem neuen Trainer alles Gute, aber er kommt als U21-Trainer von Nürnberg, der sich bestimmt noch nicht lange mit der österreichischen Liga beschäftigt hat und nicht viel von ihr weiß. Das macht es für die Admira um nichts leichter, die Tabelle der österreichischen Bundesliga.